das hier ist die große berühmte Parkpalette in Wilmersdorf. Das ist eine Fehlkonstruktion. Man hat festgestellt, dass sie von der Konstruktion her zu schlecht gebaut ist, als dass auf dem Dach Autos stehen könnten. Also es ist eine vollkommen sinnlose Einrichtung. Sie wurde dann aber nicht abgerissen, sondern im Laufe der Jahre ist dann hier oben die Bar Jeder Vernunft hingekommen. Ich habe hier früher also oft Schule geschwänzt und mich hier auch rumgetrieben, auch noch hinter den Wiesen. Und irgendwie hatte die Parkpalette sowas zauberhaft Düsteres, man sollte hier irgendwie nicht hin, weil es hieß, ja, da sind irgendwie zwielichte Gestalten, komische Leute, die fühlen sich von dieser düsteren Parkpalette hier angezogen. Bald entdeckten wir dann einige Penner, die sich dann hier unterhalb der Rampe, der Auffahrtrampe, dann so ein Quartier herrichteten. Und die blieben genauso dauerhaft, wie dieser Ort hier eben auch blieb und nicht abgerissen wurde. Und irgendwie, meine Eltern parkten hier oft ihr Auto und dann fing man an, sich miteinander zu arrangieren. Und dann waren die auch eigentlich ganz nett. Und irgendwie etablierte sich das so, dass die Nachbarn hier aus den Häusern, dass die so anfingen, die zu versorgen. Ja, also dieser Ort taucht auch in meinem Roman auf und es ist einer der Orte, die ich relativ realistisch in den Roman gehoben habe. Ich merkte, wie kühl es unter der Betondecke der Parkpalette war. Außer mir war kein Mensch zu sehen. Mir lief ein leichter Schauer den Rücken hinunter. Doch da winkte mir schon Karl. Er lag auf einer Matratze, die mit einem bunten Frottistoff mit Seerobbenmotiven bedruckt war, den Falk als Kind benutzt hatte. Ein bisschen irritierte mich der Frottistoff aus Falks Kinderzimmer immer. Karl trank Bier aus der Flasche und sah mich mit roten, blutunterlaufenden Augen an. Er lächelte. Na, das ist ja doll, Jens Doll, Kleine. Karl packte alles aus dem Leinenbeutel und betrachtete das Graubrot, den Schablettenkäse und alles andere gebührend lange und anerkennend. Ja, das wird Erwin sich ja auch freuen, der holt gerade Zigaretten. Ich nickte. Ja, jetzt stehen wir, ob man es glaubt oder nicht, vorm Rattenloch. Da, wo heute dieses spät 80er Jahre Eckhaus steht mit der Pizzeria mit dem mäßig guten Essen und der nicht weiter erwähnenswerten Boutique. Da war jahrzehntelang eine Freifläche. Das Eckhaus ist im Krieg bombardiert worden, zerstört worden, abgerissen worden. Wir nannten das als Kinder das Rattenloch, nicht ohne Grund. Ich wusste nicht, warum ich hierher kam. Vielleicht einfach, um allein zu sein, mich frei zu fühlen und um von niemandem herumkommandiert zu werden. Wenn man im Rattenloch war, konnte man nicht glauben, dass der elterliche Abendbrottisch nur eine Minute entfernt war. Auf dem Rückweg drehte ich mich zwischen den Holzlatten noch einmal um. Die Ratten saßen jetzt im Kreis um eine tote Taube versammelt, hielten inne und wendeten ihre Köpfe langsam in meine Richtung. Ihr Blick ging mir geradewegs durchs Herz. Wie klug sie aussahen. Angst schienen sie keine Spur von mir zu haben. Ich habe in dem Roman den Ratten und auch den Tauben, Berlin ist ja auch eine Taubenhochburg, also eine sehr zentrale Rolle zugewiesen. Es tauchen sehr viele Ratten und Tauben auf und sie werden sehr positiv beschrieben. Ich bin damals da gerne hingegangen, nach der Schule oder auch während der Schule und ich habe mich mittlerweile wirklich gefragt, was die Faszination dieses Ortes ausgemacht hat. Wahrscheinlich einfach nur, dass es ein Nicht-Ort war. Ein Ort, an dem man allein sein konnte, der nicht näher definiert war. Ein Freiraum, an dem man irgendwie anders denken konnte, anders träumen konnte, andere Ideen hatte als an anderen Orten. Wir sind jetzt gerade in der Fasanenpassage. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es die damals gegeben hat. Ich glaube, dass es diesen Zugang oder Durchgang zur Uhlandstraße so nicht gab. Das war einfach ein Hinterhof, meine ich mich zu erinnern, mit Mülltonnen statt mit einem schicken Kunstbuchantiquariat. In den frühen 80ern war es, wie gesagt, noch eine ziemlich heruntergekommene, unspektakuläre Gegend, wobei man sagen muss, dass
große Teile Westberlins damals so aussahen. In meinem Roman kommt die Fasanenstraße so vor, wie sie eben damals gewesen ist und ließ sich wahrscheinlich für viele Leute ziemlich überraschend, dass das hier eben so Einzugsgebiet Christiane F. und so noch war. Und, Eine Frau schlurfte in meine Richtung. Und erst als sie schon ein paar Schritte an mir vorbeigegangen war, merkte ich, dass sie barfuß war, im Januar. Dann sah ich, wie sie Vorbereitungen traf, um sich einen Schuss zu setzen. Ich hatte schon so viele Bilder davon im Fernsehen gesehen und so viele Spritzen bei uns im Park gegenüber unserer Wohnung gefunden, dass es mich jetzt weniger schockierte, als ich angenommen hätte. Ich lehnte mich an eine Laterne, die just in diesem Moment ausging, und schaute sie an, wie sie da saß, ihr Arm abgebunden mit einem Tuch und sich eine Vene suchte. Sie tat mir leid, doch ich wusste nicht, was ich für sie tun sollte. Ja, also ich glaube, das ist kaum noch vorstellbar. Ich merke das auch in Gesprächen für meine Recherche, dass bei vielen Leuten so die Vorstellung sich durchgesetzt hat, die Fasanenstraße sei eben immer schon so eine Edelstraße gewesen, und dem war eben überhaupt nicht so. Und das finde ich wieder interessant, weil man daran so merkt, dass das, was man jetzt sinnlich wahrnimmt, was man sieht, hat eine unglaubliche Überzeugungskraft für Menschen. Also man meint einfach immer, oder man ist geneigt, den Jetzt-Zustand dem so eine Art Ewigkeit zu unterstellen. Und wie fragil das eigentlich ist, das wird dabei so ein bisschen oft außer Acht gelassen. Ja, wir stehen jetzt vorm Erdbeermund Erotic Store. Das war früher nicht so. Früher war hier ein anderer Laden drin, aber eine Piepshow. Also der Besitzer hat gewechselt, aber nicht das Metier. Und das ist hier für mich ein ja, sehr, sehr wichtiger Ort biografisch. Ich bin hier 7 Jahre lang an dem damals Big Sexy Land, wie es sich nannte, der Piepshow zur Schule gegangen. Ich habe mit meinen Freundinnen immer mit größtem Interesse verfolgt, was für Männer das sind, die da so rein und raus laufen. Da hing so ein Glitzervorhang immer. Und das war so ein Plastikvorhang aus so dünnen einzelnen Streifen, so ganz bunt. Und da schoben die immer so ihre Köpfe raus, guckten dann mal so nach links und rechts, ob jemand, den sie kennen, vielleicht gerade auf der Straße läuft, und stürzten dann raus, um sich dann wieder so ganz schnell so in diesem Strom der Menschen, damals hatte ich das hier als noch belebt in Erinnerung, wieder sich da so einzugliedern. Und das war also irgendwie sehr lustig. Und wir machten uns einen Spaß daraus, die Männer dann immer anzusprechen oder irgendwas zu rufen oder sozusagen deren Situation offen zu legen. Und nicht selten waren es auch Leute, die wir kannten. Und dann habe ich mir damals vorgenommen, weil ich ja nun 7 Jahre da immer dran vorbeitrabte, wenn ich mal groß bin, dann gehe ich da rein. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten uns das wie so einen geheimnisvollen römischen Tempel vorgestellt, so mit Sauna und irgendwie so rote, dampfende Lichtschwaden und glänzende Körper. Also ich hatte auch sehr romantische Vorstellungen eigentlich von dem, was da stattfinden könnte, und auf jeden Fall viel irgendwie dramatischere. Ich hatte es mir viel ja, irgendwie ungewöhnlicher vorgestellt. Und dann waren da halt so ein paar Männer, die an so ein paar Noppendildos rumzupften und dann irgendwie anfingen, an uns rumzuzupfen. Uns drängte es zu den Kabinen. Wir warfen Münzen in den Schlitz und schoben uns an das Guckloch. Abwechselnd sahen wir hindurch. Auf einem runden Podest lag eine gelangweilte, mäßig schlanke Frau, die nicht so recht Lust zu haben schien, sich auszuziehen und Mätzchen zu machen. Irgendwann gab sie sich einen Ruck, krabbelte ein wenig auf dem Podest herum und hob ihren Hintern mal hier, mal dort hoch, nicht ohne ihre blondierte Löwenmähne kräftig zu schütteln. Dazu rappelte lauter Italo-Pop. Interessanter als die Bodenturnerin fand ich den Kreis, den die undurchdringbaren Gucklöcher bildeten. Sie schienen mir wie umgedrehte Fernrohre in den Kosmos jedes Einzelnen dahinter gerichtet zu sein.